Jo, moin, ihr Flüt und ahoi, liebe Landratten und Rädchen, und damit herzlich willkommen zurück zu Anno 1800 in der Kampagne. So, wir sind immer noch hier ein bisschen am Zimmer aufräumen, denn wir haben hier uns eine Insel, ja, mit den Resten der Ersparnisse der Familie gegönnt, die, ja, nicht so im ganz optimalsten Zustand zurückgelassen wurde. Aber wie gesagt, wir arbeiten stetig und kräftig daran, das Ganze jetzt wieder zu unseren Gunsten umzuzwitschen. So, als nächstes kommt die Kleidung dran. Bereit, meine Wohltaten zu vergelten? Oh Gott. Dieser Raffzahn, wir haben bisher nur Minus gemacht, wobei es geht noch mit dem Minus. Ja, wie viel darf es denn sein? Es scheint, als wären wir mit unserer Verachtung für Edward nicht alleine. Glaub bloß nicht, dass das alles war, du Rotzlöffel. Dimmer. Ich verabscheue den Geruch von Wollwachs. Aber wenn Bauernkittel alles sind, was du hast. Wir haben gerade erst angefangen. Kennen die schamlosen Forderungen unseres Onkels denn keine Grenzen? Nee, offensichtlich nicht. Okay, also er will viel Arbeitskleidung von uns haben. Suchen Sie Ihren Cousin in der Umgebung von Edwards großer Ausstellung, wo er einen Aufstand anführt. Okay, warte mal, sind wir hier? Wir sind hier die Insel. Alter, der ist definitiv weiter. Was ist das denn hier? Hätte mich dein Vater nur gelassen. Baustellen. Cross the Ocean. Was soll hier sein? Eine Reederei oder was? Okay. Lieutenant Loud. Ich zoome mal ein bisschen weiter raus. Bei der Weltausstellung. Wahrscheinlich das hier oben, ne? Und hier ist definitiv ein kleiner Mob. Wir würden lieber sterben, als hier zu bleiben. Unsere Flaggen schwenken wir noch immer für Samuel. Edward kann uns mal. Sehr schön. Weitermachen. Finden Sie auf Edwards Insel aufständigen Mob 0 von 5. Da war einer. Eigentlich müssten wir den Mob hier laufen lassen, dass die anderen vielleicht auch mal merken, was hier falsch läuft, aber... Ein Feuer ist ausgebrochen. Die Mob-Beseitigung hat halt gerade... Oh, ist das ein riesiger Mob hier? Ja. Ganz kurz, ich muss hier noch eine Feuerwehr bauen. Wo brennt's denn? Ich sehe keinen Brand. Ach doch, hier. Oh. Ja, dann Feuerwehr. Feuerwehr und Tralala kommt dahin, würde ich sagen. Die schafft das schon von alleine, ja. Da bin ich ganz zuversichtlich. So, da haben alles wir noch einen Mob. Zum Raub der Flammen. Bekämpfe diese Feuersbrunst. Ja. Ein Leben fernab von Edward? Wir sind an Bord. Nur, auf welchem Bord? Wir haben ja gar kein Schiff. Oh. Wenn Sie mich mitnehmen, überlasse ich Ihnen mein Boot. Es ist das Vermächtnis meiner verstorbenen Tante. Ihr zweiter Gatte war ein richtiger Seemann. Ein richtiger Seebär. Oh, was hier? Beeil dich, verdammt. Wählen Sie den Redakteur und seine Mannschaft in Edwards Hafen. Redakteur? Du? Nee. Spielstand gespeichert. Da. Der macht zumindest Fotos, aber das war er auch nicht. Du? Was ist das für ein Zirkusdirektor hier? Was ist überhaupt ein Hafen? Das hier ist kein Kontor. Ah. Hier vorne. Ah, hier haben sie auch schon alle versammelt. Sir.
hoffen wir, dass es heute nicht brüllt. Okay, das sind nur die Aufständigen. Es wird eine lange Reise. Ah. Du ehrst einen Unsterblichen. Mehr wieder gern. Sind alle an Bord? Gut. Mich fröstelt es bei dem Gedanken, noch eine Sekunde länger hier zu bleiben. Hat mein unsäglicher Abschaum von Familie etwa so wenig Ehre, dass sie jetzt schon meine Arbeiter entführen? Ich sage euch eins, der Botschafter der Königin wird davon erfahren. Entführung? Das ist ein schwerer Vorwurf. Und es ist auch falsch, wenn ich das so sagen darf. Wir alle haben Bright Sands überaus freiwillig den Rücken gekehrt. Du schamloser Schreiberling. Ich hätte dich längst loswerden sollen. Ich sehe da nichts Strafbares. Ein wenig familiäres Gezänk ist nur natürlich und kaum eine Angelegenheit für die Krone. Was Sie angeht, habe ich wohl meine Manieren vergessen. Sir Archibald Blake, Botschafter und Vertrauter Ihrer Majestät. Mein Beileid. Der Tod Ihres Vaters ist eine Tragödie. Wir bedauern, dass er nie die Möglichkeit eines Prozesses hatte. Die wahre Tragödie sind die Bestattungskosten meines geliebten Bruders, die ausufern, während diese Gören hier in Saus und Braus leben. Ihr Onkel hat mich tatsächlich auf einige offene Verbindlichkeiten aufmerksam gemacht. Ich fürchte, Sie haben keine andere Wahl, als sie zu begleichen, wenn ich Ihnen ein königliches Schiffspatent erteilen soll. Edward hat unsere Schulden registrieren lassen? Keine Sorge. Dieser alte Tyrann wird uns nicht länger aufhalten. In der Tat. Sobald die Druckpresse in Betrieb ist, wird die Wahrheit ans Licht kommen und Edward bloßstellen. In der Zwischenzeit überlasse ich Ihnen das Boot als Dank für Ihre Gastfreundschaft. Klingt nach guten Neuigkeiten. Hoppala. So. Ja, wunderbar. Da haben wir unser erstes kleines Schiffchen. Was Ihre Schulden angeht, sind mir leider die Hände gebunden. Doch es wird das Herz Ihrer Majestät erwärmen, ein aufstrebendes, neues Unternehmen wie Ihres am Horizont zu erspähen. Immer wieder schön zu hören. Wenigstens ist der ein bisschen netter. Auch wenn Edward uns keine Schiffswerft bauen lässt, so können wir zumindest diese Arbeiter hier beherbergen. Die Flammen wurden gelöscht. So. Gott sei Dank wurden sie gelöscht, weil wir brauchen nämlich eigentlich mehr Leute, weil unsere Bilanz ist alles andere als rosig. Schwer vorstellbar, dass Kinder in dieser Ödnis gelebt haben. Okay. Kann ich euch jetzt eigentlich bitten, hier jedes Mal, wenn ich so ein Teil hier anklicke, dass ihr es dann abreißt? Oder hört ihr dann mit dem jeweils anderen auf? Nee, die machen weiter. Sehr schön. Dann immer hier. Da ist noch eins. Eine Hütte. Da ist noch was. Da ist noch was. So. Da wohnt unser nettes kleines Einland hier mal fertig. Sag mir, dass du einmal etwas geschafft hast. Schwarzes Schaf, hast du etwa Wolle? Ja, mein Herr. 4 Säcke und zwar voll. Spielstand gespeichert. Sie schaffen, dass man instinkt diesen Gegner schon wieder so nicht mag. So wie seinerzeit den Kardinal bei 1404 oder seinen Gehilfen. Wie hieß er noch? Gifokas? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. So. Wunderbar. Also wir haben Schnappes, wir haben Kleidung. Süß wie Honig. Das heißt, wir könnten sie tatsächlich aufsteigen lassen, oder? Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Zeitalter der Industrialisierung. So, ich würde sagen, jetzt machen wir gleich mit ein paar mehr Häusern, weil
Mit den ersten passionierten Reportern ist unsere Redaktion bereits gut aufgestellt. Nur immerhin. Mit den Arbeitern können wir endlich auch die standhafteren Ruinen auf Ditchwater beseitigen. Lass uns loslegen. Sehr schön. Die hier sind jetzt auch dran? Unser Traum von einer Schiffswerft ist ohne fremde Hilfe nicht zu erreichen. Das freut das Herz. So, und ich würde auch sagen, trotz alledem setzen wir. Das ist nicht das Lager, das ist das Lager. Setzen wir uns hier ein kleines, aber feines. Ich frage mich gerade, auf welche Seite wir das Kontor setzen. Muss mal da hin. Wer weiß, in welche Himmelsrichtung wir es uns noch treiben wird. Ich mache auch mal ein bisschen den die Effekte runter. So. Nee, ihn zurücksetzen. So. Warten wir das, 65 sollte lang. So, da oben zurück. Fortsetzen. So. Das Wasser erschien mir nämlich auch gerade ein bisschen laut. So, Arbeiter hier unten. Baumenü, wie gesagt, wir hatten es letztes Mal kurz angerissen. Wir haben hier das Baumenü, wir können hier Gebäude auch versetzen. Wir können Gebäude mit der Pipette kopieren einfach. Wie gesagt, versetzen ist auch ganz easy. Hiermit können wir zerstören mit der Spitzhacke. Und ausbauen geht natürlich auch im großen Stil. Wenn wir das hier anklicken, dann können wir hier zum Beispiel einfach sagen, die 3, 4, sollen sie mal ausbauen. Passt. Okay. Stein. Was fehlt uns denn da größtenteils? Holz wahrscheinlich, ne? Ja, ich sehe es gerade. Ich würde euch ja sogar fast vorschlagen, dass wir uns hier hinten eine etwas größere Holzproduktion leisten. Ja, cool. Oh, hier ist noch Holz. Das ist gut. So, und dann schauen wir mal, ob wir hier irgendwie... Zack, da kommen wir nicht rüber. Baumaterial fehlt. Wie viel brauchen wir denn? 20 Holz kostet die eine Brücke. Kostet 20 Holz. Ja, aber sonst geht's noch. Okay, was halten wir davon, wenn wir die Chiney zu Archibald drüber schicken und ein bisschen Handel betreiben. Gucken, vielleicht hat er ja Holz im Angebot. Was ist hier eigentlich? Ich bin nur ein kleines Zahnrad, aber Sie bedienen die ganzen Hebel. Oh yeah. Ich würde Sie nicht danach fragen, wenn ich nicht wüsste, Sie verstehen mich. Stinkender, fauliger Dreck! Was Ihre Schulden angeht, sind mir leider die Hände gebunden. Doch es wird das Herz Ihrer Majestät erwärmen, ein aufstrebendes, neues Unternehmen wie Ihres am Horizont zu erspähen. Spielstand gespeichert. Ah, oh, wunderbar, das war ja einfach. Was ist das? Das war jetzt ein Item. Die kann man nämlich auch wieder sammeln. Sie haben Wort gehalten. Ich muss sie nur abholen. Also wer holt sich denn ein Geschenk nicht ab? Ich habe Optimierungsmöglichkeiten aufgetan, die du angehen solltest. Oh, in der Handelskammer. Produktivität um 25% erhöht für was? Lehmgruben, Salpeter, Quarzgrube, Zementmine und Bohrturm. Okay.
So. Ein königlicher Handel. Oh, das ist gut. Ich nehme mal alles mit. Einfach weil wir es gebrauchen können. Warum kann ich noch Geld, ja? Warum kann ich das nicht mitnehmen? Alles hat der Schiff nur einen Platz? Ah, nee, ist voll. So, einmal zurückkommen, bitte. So, Archer Blake ist der Repräsentant der Königin. In seinem Hafen bietet er immer interessante Items und Waren zum Verkauf an. Okay. Das war übrigens die nette Insel, über die wir eben rüber sind. Ein nettes Anwesen hier, also muss man ihm lassen. So, immer noch nicht 20 Holz. Da kommt unser Schifflein. Sie können die Handelskammer mit Items ausstatten, um alle Produktionen in Reichweite zu beeinflussen. Okay. Ja, was bei 1404 zum Beispiel inselweite beeinflussbare Items waren, sind jetzt hier beschränkt auf Ratshaus, was für innerstädtische sind, Handelskammer für verschiedene Arten von Industrien. Der Hafenmeister kann auch am Hafen Dinge beeinflussen. Das ist, haben sie echt gut aufgeteilt, finde ich. Das ist ein gutes Prinzip. So, wir haben die Feuerwehr, wir haben das und das. Reicht das eigentlich? Naja, gerade so. So, die können wir schon mal holen. Dann ja, haben wir unsere Ziegeleiproduktion hier. Lehm produziert Lehm. Und zwar können wir auch nochmal durchgehen. Wie gesagt, ich hatte das alles schon in der Beta mal erklärt, aber. Für alle die jetzt erst dazu schalten, wir sehen hier bei der Lehmgrube Produktionszyklus Lehm 30 Sekunden für eine Einheit Lehm. Das heißt, pro Minute macht er 2 Lehm. Diese verbrauchen allerdings pro Minute nur 1. Das heißt, wir können 2 von den Fabriken auf eine Lehmgrube setzen. Und so wird das hier eben halt auch bei allen anderen Produktionsketten erklärt. Hier beim Holz ist es 1:1, 15 Sekunden und 15 Sekunden. Beim Schnaps ist es auch 1:1, 30:30. Und hier ist es auch 1:1. Oh, ich sehe gerade, wir könnten sogar 2 hiervon bauen. So. Und dann setzt du. Oh, ist eins höher. So, haben wir noch ein zuständiges Lagerhaus dafür. Fertig. Passt. Dann ist das hier nicht so überfordert, weil wir werden sehr bald auch bei der Snappes-Produktion ein bisschen nachlegen müssen. Wir fangen mal an mit ein paar neuen Bauernhäusern. Gespeichert. So, und dann legen wir uns mal die Holzstraße noch da. Quatsch, die Holzstraße, die einfache Fahrtstraße. Lagerhaus, Feldweg, Steinstraße. So, das ist so meine 3, die ich brauche. Ich weiß, die gibt es auch grob irgendwie hier, aber ich finde die Anordnung hier halt sehr irritierend. Und ich verwechsel die zwei auch ganz oft miteinander hier. So, dann einmal hier die Straße. Ja.
so groß wie gibt es eine neue Aufgabe? Ich brauche Hilfe bei einigen kleinen Problemen. Okay, kriegen wir hin. Könnten Sie mir helfen, den Karren aus dem Dreck zu ziehen? Finden und holen Sie Nutztiere. Ich wünschte, ich könnte Ihre Güte mit einer Gans vergelten. Ja, ich nehme aber auch gern die sonnige Siedlerin. Wo sind die jetzt? Items. Hier ausrüsten, Handelskammer beeinflusst, Produktion von Kartoffelhöfen und Hopfenplantage. Produktivität plus 50, Anzahl Module plus 25. Okay. Ich weiß jetzt immer noch nicht, am Anfang finde ich, viele der Items lohnen sich in diesen kleinen Bereichen noch nicht, weil wir haben jetzt nur eine Kartoffelplantage, den Rest haben wir noch gar nicht. Und die Handelskammer selbst kostet einen Unterhalt von 50. Inwiefern uns das jetzt hier grob weiterbringt? Ja. Ich weiß ja nicht. So, was haben wir noch für Aufgaben? Beherbergen Sie 150 Arbeiter von unserer guten Schwester von Sir Archibald. Die Schuld ist offiziell. Warten Sie, bis Onkel Edward Sie wegen der Schulden kontaktiert, um Ihr Schiffspatent zu erhalten. Okay. Und nochmal Sie. Wieso trägt denn sie hier oben einmal grau und hier unten einmal bunt? Okay. Gewerkschaftsbildung. Gründen Sie eine Handelskammer. Statten Sie mit Hand. Achso, das sollen wir sogar tun. Okay, na gut, dann. Weil wir es tun sollen. Nicht, weil wir es wollen. So, was braucht ihr noch? Noch mehr Holz. Das Holz haben wir schon komplett abgeladen, ne? Ja. So. Wie viel denn eigentlich? 25. Gut, dann würde ich sagen, warten wir die 25 noch in Ruhe ab. Es mangelt an Arbeitskraft. Ja, das hier? Ah, genau. Man ein funkelndes. Spielstand gespeichert.
Das ist von großer Bedeutung für Königin und Vaterland. Polter die Polter! Ihre Majestät hat... Ganz ehrlich, dieses Spiel ist so super. Ich freue mich einfach nur, dass es jetzt endlich draußen ist, dass man es spielen kann. Okay, das Drehen ruckelt ein bisschen, finde ich. Aber okay. Na, jetzt geht's. Jetzt hat es sich ein bisschen eingefahren. Aber optisch sieht das Spiel einfach so... Sind Sie soweit? ...super aus. Ja, ich bin so... Hallöchen, hier ist der nachträgliche Aufnahme-Anno. Ja, es ist halt leider Gottes so, dass eine gewisse Tastenkombination im Spiel... zum Auslösen gewisser Kameraeffekte auch gleichzeitig, die, Wenn ich mir diese kleine Flapsigkeit erlauben dürfte. Ja, danke, ja. Die erste Sahne. Also, die Kameraoptionstaste im Spiel ist auch gleichzeitig die Taste im OBS bei mir zum Muten des Mikrofons. Das kam jetzt ein paar Mal vor, bis, weiß nicht, Folge 3, 4. Dass ich zwischendurch das gar nicht so realisiert habe, dass ich mich da gemutet habe beim Auslösen und wieder Anti-Auslösen, also beim Deaktivieren dieser Kameramodi. Das war jetzt leider Gottes hier ein bisschen ungünstig. Deswegen hier vielleicht ein bisschen zur Erklärung für alle. Und ja, auf jeden Fall, ich bedanke mich fürs Einschalten, wie immer. Bis zum nächsten Mal, Hohlumbel Moss.